Sie bekamen die letzten 10 Minuten gar nicht mehr mit. Wir gehen in die absolute Schlussphase. Der eingewechselte Saka. Und da geht ja doch noch was. Ebi Smolarek, wenigstens ein Tor. Von einem Ehrentreffer zu reden, wäre allerdings falsch. Nach dieser schwachen Vorstellung der Borussia in Hälfte 2. Vorarbeit von Philipp Degen und dann Smolarek.